Lange, lange gab es schon den Wunsch, dass wir auch mal andere Kameras testen, außer Canon, Nikon, Sony, was wir sonst immer so haben. Pentax, ein ganz heißer Kandidat dafür. Das machen wir heute mal mit der Pentax K3, das neue Topmodell, wenn man so will. Knapp 1300 Euro zahlt ihr dafür mit dem 18-55mm Kit-Objektiv. Also würde ich sagen, legen wir einfach ganz frisch los. Eine große Besonderheit an der Pentax K3, das ist ein beweglicher Sensor. Den nutzt man, wie Sony zum Beispiel, dafür auch einen Bildstabilisator zu realisieren. Das heißt, nicht im Objektiv, sondern in der Kamera enthalten. Allerdings auch für ein paar nette andere Zusatzfunktionen. Zum Beispiel kann man den Sensor eben in allen Achsen ja so ein bisschen kippen. Kann man damit den gleichen Effekt erzielen wie mit einem Tilt-Shift-Objektiv. Das heißt, für Architekturaufnahmen oder so die Schärfeebene ein bisschen zu verschieben in den Achsen. Andere nette Sache, zum Beispiel, wenn ihr Sterne fotografieren wollt, kennt ihr das vielleicht, so ab 10, 15 Sekunden, je nach Brennweite, fangen irgendwann an, aus den Sternen so eine Schweife zu werden, einfach weil der Sternenhimmel vorbeizieht. Das kann der Sensor in Kombination mit einem installierten GPS ausgleichen, automatisch, und weiß ganz genau, wie er den Sensor nachzuführen hat, dass das auch wirklich Punkte bleiben. Sehr coole Sachen, finde ich, die man da integriert hat, ein bisschen davon schauen wir uns später an, und dementsprechend machen wir direkt weiter mit dem Thema Bildqualität. Nicht nur mit Sony gibt es einige Ähnlichkeiten, nein, auch bei Nikon hat man sich anscheinend ein bisschen was abgeschaut, darunter ein 24-Megapixel-Sensor ohne Tiefpassfilter. Das heißt, man probiert bei ganz, ganz feinen Details wieder ein bisschen mehr Zeichnung reinzukriegen. Allerdings das Problem, wie immer ohne Tiefpassfilter, es kann vorkommen, wenn man eben diese Feinstruktur hat, dass ein ganz leichtes Texturflimmern, sogenanntes Moiré, auftritt. Wie steuert man gegen? Hier bei der Pentax K3 hat man die Möglichkeit geschaffen, den Bildsensor minimal zu bewegen, so einen halben Pixel, einen Pixel während der Aufnahme, um damit eine ganz, ganz leichte Unschärfe reinzukriegen, kann man in zwei Stufen einstellen. Die Stärke dieser zusätzlichen künstlichen Unschärfe, ganz nett die Idee, schauen wir uns das einfach gleich mal in zwei Beispielbildern noch an. Sonst die Bildqualität wirklich sehr gut, Rauschverhalten tipptopp, muss man sagen. ISO-Werte könnt ihr bis 51.200 hochstellen, also auch für die Nacht eine Menge Potenzial. Kommt natürlich nicht ans Rauschverhalten von Vollformatsensoren ran, grob aber auf dem Level von zum Beispiel einer Nikon D7100. Zum Thema Bedienung gibt es nicht allzu viel Besonderes zu sagen. Klassisch eine DSLR-Kamera von der Anordnung der Tasten, vergleichbar mit Canon, Nikon und anderen. Ein bisschen der Mix draus, zum Beispiel mit den Umschalter, Foto-Video-Modus, Start-Stopp-Taste, Videoaufnahmen und. Was auffällt, man hat unterschiedliche Tasten für Videomodus Start-Stopp und Live-View-Start-Stopp. Das kannte ich so bisher nicht, weil meistens kombiniert man das halt beides einfach im Fotomodus Live-View und Videomodus Start-Stopp-Taste. Eine kleine Besonderheit gibt es denn hier schon auf der Oberseite beim Modus-Wahlrad. Man hat ein paar mehr, ich sag mal, halbmanuelle Modi reingebracht. Einer davon SV, da kann man den ISO-Wert vorgeben, die Kamera stellt die anderen Sachen automatisch ein. Und TAV, in dem Modus kann man sozusagen Blende und Belichtungszeit vorgeben und die Kamera stellt den ISO-Wert automatisch ein. Gibt es bei Canon, Nikon so gesehen auch. Dort könnt ihr sozusagen in den manuellen Modus reingehen und ISO auf Automatik stellen. Das entspricht etwa dem Modus hier. Sonst relativ wenig Kreativfilter, was aber wiederum ganz normal ist für eine Kamera im gehobenen Preisbereich. Denn da geht man davon aus, dass man als Kunde wahrscheinlich eher in Photoshop oder ähnlichen Sachen nachbearbeitet. Film, das kann man mit der Pentax K3 auch in Full-HD-Auflösung, wie sich das für das Jahr 2013 gehört. Was gibt es noch dazu zu sagen? 25 oder 30 Vollbilder pro Sekunde, respektive 50-60 Halbbilder, also auch das identisch zur Nikon D7100. Qualitativ gibt es eigentlich nicht groß was einzuwenden, scharfe Bilder ist halt klar Full-HD. Was allerdings ein bisschen schade ist, ihr habt zwar einen Kopfhörerausgang, wir haben es nicht hinbekommen, den aber für Live-Monitoring zu nehmen. Das heißt, ihr könnt während der Aufnahme nicht darüber irgendwie die Pegel kontrollieren, sondern nur, wenn ihr danach auf Play drückt und euch das nochmal anschaut. Ein bisschen doof, wenn man es hat. Ich hoffe, das kann man für Firmware-Update irgendwie noch von Pentax nachliefern. Wäre schade drum. Video-Autofokus gibt es leider auch nicht wirklich, also keinen kontinuierlichen, sondern ihr müsst den Auslöser immer halb andrücken, damit er wieder beginnt zu fokussieren. Und auch das ist, zumindest bei dem verwendeten Kit-Objektiv, eine ziemliche Tortur. Er pumpt ganz schön und manchmal filmt er einen Fokus, manchmal auch nicht. Das heißt, in Sachen Videomodus, ihr könnt prinzipiell mitarbeiten, aber auf jeden Fall mit manuellem Fokus und kein Online-Audio-Monitoring, sondern nur, wenn ihr es nochmal anschaut. Da hat man also ein bisschen Potenzial verschenkt bei der Pentax K3. Da man in dem Preisbereich von über 1000 Euro natürlich schon mit Kameras wie der Canon EOS 7D oder Nikon D7100 konkurriert, ganz wichtiges Thema Serienbild zum Beispiel für Sportaufnahmen. So,
Und man hört schon ganz schön, 8 Bilder pro Sekunde, knapp über 20 am Stück schafft die Kamera, braucht dann allerdings relativ lange zum Abspeichern und die Zeit nutze ich einfach mal ganz gekonnt, um euch ein bisschen was über das Thema Autofokus zu erzählen. Da, das muss man natürlich leider dazu sagen, mit dem Kit-Objektiv nicht ganz so gut zu machen, weil da ist nur ein Mikromotor drin, dementsprechend das Ganze relativ laut und auch nicht ganz so wirklich fix. Ich denke, wenn man da richtig hochwertige Objektive ranschneidet, wird es kein großartiges Problem sein, so allerdings wirklich nicht groß zu beurteilen. Gespeichert wird, wie auch schon im Unboxing gezeigt, auf 2 Speicherkarten, wenn ihr wollt. Hier zum Beispiel jetzt mal eine SanDisk, eine Lexa mit drin. Könnt ihr in verschiedenen Modi das Ganze machen. Zum Beispiel sagt ihr, okay, Speicherkarte 1 für RAW-Bilder, Speicherkarte 2 für JPEG-Bilder oder auf beiden das gleiche Speichern quasi als Backup-Lösung integriert, wenn ihr ganz paranoid seid. Oder ihr sagt, okay, Speicherkarte 1, wenn die voll ist, dann mach weiter auf der 2 und. Habt also relativ viele Möglichkeiten, das hier einzustellen, zu nutzen. Videomodus könnt ihr auch sagen, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, Speicherkarte 1 für Foto, Nummer 2 für Video. Hat man also ziemlich alle Modi integriert, die man sich irgendwie vorstellen kann. Wo wir schon beim Thema sind, RAW-Bilder, ihr könnt einmal das Pentax-eigene Rohdatenformat nehmen, wird allerdings momentan noch nicht von wirklich vielen RAW-Converter unterstützt. Glücklicherweise hat man bei der Pentax K3 auch die Möglichkeit, als DNG zu speichern und das schafft natürlich eigentlich so ziemlich jeder RAW-Converter aktuell. Das soll es damit auch schon gewesen sein zu dem Thema und jetzt ab zum Fazit. Pentax hat mit der K3 eine sehr interessante DSLR-Kamera geschaffen, die sich nicht zu verstecken braucht, auch nicht gegen die aktuellen Top-Modelle im APS-C-Bereich von Canon oder Nikon. Da kann man definitiv mithalten. Mit zum Beispiel dem beweglichen Sensor, den man für etliche Sachen einsetzt, kann man ganz viele coole Sachen machen, hat man auch umgesetzt in der Kamera. Was ein bisschen schade ist, das ist zum Beispiel der Videomodus, der nicht so richtig aus dem Pod kommt. Man hat zwar Full HD, aber zum Beispiel ein kontinuierlicher Autofokus im Videomodus, der fehlt. Online-Monitoring geht trotz Kopfhörerausgang nicht. Das sind so Sachen, die müssen eigentlich nicht sein. Ausstattungspaket sonst eigentlich wirklich komplett. Akkulaufzeit ist auch gut. Über 1000 Bilder schafft ihr mit einer Akkuladung, ohne Blitz natürlich, wie man wohl gesagt. Das Design, das ist ein bisschen Geschmackssache, relativ kantig. Es gibt Leute, die stehen drauf. Ich finde es auch nicht schlecht. Wenn ihr überlegt, in der DSLR-Markt einzusteigen, über 1000 Euro investieren wollt, vielleicht öfter Astrofotografie macht, macht es doch einfach gerne mit der. Sollte euch das Video zur Pentax K3 tatsächlich gefallen haben, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und zeigt uns damit, jo, ihr habt das richtig gemacht. Wenn ihr weitere Fragen habt, immer gerne in den Kommentaren oder direkt bei uns im ValueTech Community Forum. Wenn ihr noch Interesse an weiteren Videos in dem Preisbereich habt, hier einmal zur Nikon D7100 oder zur Canon EOS 70D, schaut einfach mal rein. Bei uns geht es weiter direkt am Mittwoch mit einer schon seit April versprochenen Sendung, und zwar das Antwortvideo zum Thema Rede und Antwort. Eure Fragen zum Thema Datensicherung wird auf jeden Fall sehr spannend werden mit meinem Kollegen Philipp. Also schaut rein, bis zum Mittwoch. Hinten der Aufbau oder die Tastenstrukturanordnung. Und dann ist die Kamera wirklich richtig gut und zu lang.